Moin, moin. Heute machen wir einen super fetten Abschluss Monster Burger. Letzte Mal dieses Jahr. Okay, was brauchen wir? Lecker Fleisch, gehacktes, Käse, Ei, Barbecue und Mayo, Bacon, Hamburger Buns, Gürkchen, Zwiebeln, Salat. Oh, los geht's. Und ab geht die Post. Wir ballern erstmal uns schön unser Fleisch in ein Gefäß. Danach kommt das Ei. Ups. Nicht so viel Schale rein, denn Kalk schmeckt nicht so fein. Weiter geht's. So, jetzt kommt Pfeffer rein und Salz. So, und jetzt geht's wieder. So, jetzt kommen wir zum delikaten Teil. Wir matschen alles durcheinander, bis eine homogene Masse entsteht. So, nun machen wir aus dem fetten Fleischfladen zwei auch immer noch fette Fleischfladen. So, drücken sie ein bisschen platt. So. Damit gehen wir jetzt zum Grill. Das ist, ich sag euch was, das ist Iba. Esst das nicht. Esst lieber Veggie. So, jetzt geht's los. Indirekte Hitze aktivieren. Zack. So. So, und nun kommen wir zu unserem Fleischbällchen. Einen auf die andere Seite und einen auf diese Seite. So, erstmal drauf. Und jetzt vorsichtig platt drücken. So. So, schön platt. So. An der Seite schön platt drücken. Erstmal schön kross anbraten. Für circa 2 Minuten oder anderthalb und dann drehen wir um. So, nach 2 Minuten drehen wir vorsichtig um. Wupp. Wupp. So. Und wieder 2 Minütchen. So, und jetzt ziehen wir unser Fleischstückchen. Wie ihr seht, habe ich leider ein bisschen Fleisch verloren. Ein bisschen Verlust haben wir immer. Aber dadurch haben wir jetzt ein bisschen Rauchentwicklung. So, in die Mitte. Nicht auf die Glut, sondern daneben. Und belegen alles mit. Und belegen alles schön mit Bacon. In dem Fall ist das schon geräucherter Bacon. So. So. Und eins oben drüber. Gleich machen wir mit dem anderen auch. So, auf die andere Seite noch. Schwuppidupp. Ein Baconbett. So, und was machen wir jetzt? Deckel drauf. Und jetzt lassen wir es für 20 Minuten alleine. Bis gleich. So, nach einer Viertelstunde machen wir schon mal auf. Und legen jetzt unser Schablettenkäse drauf. So. Wie ihr seht, ist schon schön lecker am Riechen. Ne, das riecht man nur, ne? Jetzt wieder zu. Und nochmal. Aber jetzt nur 2 Minütchen. Dann müssen wir nochmal öffnen. So, noch weiteren 2 Minütchen. Machen wir wieder einen Deckel drauf. Wir sehen schon, wie schön es zerlaufen ist. Jetzt kommt unser Brötchen. Das legen wir kurz direkt auf die Flamme. Wir machen noch Matte. Also nicht lange, 20 Sekunden zu. So, nach ca. 20 Sekunden müsste unser Brot auch fertig sein. Soll ja nur leicht karamellisieren. Das ist es. Jetzt holen wir das Brot runter und fangen an, den Burger schon mal vorzubelegen. So, da sind wir nun. Jetzt machen wir erstmal Mayo drauf. So, schön verteilen.
Stückchen. Gürkchen. Salat. Geschnitten. So. Und jetzt kommen wir zu den Zwiebeln. Gehackt. Und jetzt geht's weiter. So, das erste große Stück Fleisch. Das kommt auf unser Burgerchen. So, schön verlaufener Käse. Lecker, ne Leute? Lecker. So, jetzt das zweite Stück Fleisch. Fleisch habe ich es nicht mit einer Hand. Mal sehen. Aber doch. So, jetzt kommt zum allen Überfluss auch noch unsere Barbecue-Soße oben drüber. So. Oh ja. Und dann der Deckel. Ein bisschen andrücken. Und da ist unser Monster Barbecue Bacon Burger. Oh ja. Lass es euch schmecken. Wir sehen uns. Wenn ihr wollt, abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback. Guten Appetit. Soon, soon.